Hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Geistfrei. In der letzten Folge wollte ich mal gucken, ob man dem Gargoyle das Maul stopfen können. Entschuldigt meine Ausdrucksweise. Aber es passt gerade so schön, ne? Und in dem Fall sagt man Maul stoppen. Ist einfach so. So. Und ob ich dann die Maschine da ohne rauskriege. Aber egal, ich kann allein. Gibt's eine Leiter? Springen? Auf gar keinen Fall. Außerdem weiß ich gar nicht, wie tief er ist. Vielleicht? Das muss nicht heruntergeworfen werden. Nee, kann ich vielleicht ein bisschen verknoten? So, Du. Die Handtücher sind jetzt zusammengeknotet. Ohne Koslowskis Knotencrashkurs hätte ich das wohl nicht geschafft. Ist ja doch für was Gute, Koslowski, ne? Gute Idee, aber ich sehe nichts zum Befestigen. Geht's doch nicht. Wieso sprudelt es denn jetzt nicht mehr aus dem Ohr? Zum Befestigen. Gardeschirm macht keinen Sinn. Die Hake? Das muss nicht abgetrocknet werden. Ich will es auch nicht abtrocknen. Mit was bin ich ein bisschen festiger? Ist nicht dein Ernst. Gute Idee, aber ich sehe nichts zum Befestigen. Das muss nicht abgetrocknet werden. Ja, vielleicht gehe ich dem Steingargoyle nachher. Solange ich nicht weiß, wie tief der Brunnen ist, starte ich keine waghalsigen Aktionen. Solange ich nicht weiß, wie tief der Brunnen ist, starte ich keine waghalsigen Aktionen. Schmeiß den Brunnen schnell rein. Erst. Eins, zwei, drei. Er scheint wohl sehr tief zu sein. Ich habe nicht gehört, dass der Stein irgendwo aufgeschlagen ist. Jetzt will ich aber, wie tief er ist. Jetzt versuchen wir es gerade nur. Also Maßband habe ich jetzt gut kennst. Du. Solange ich nicht weiß, wie tief der Brunnen ist, starte ich keine waghalsigen Aktionen. Stone? Ich mag grad tierisch auf den Keks. Gibt's eine Leiter irgendwo? Hast du eine Leiter für mich? Hallöchen. Stühle. Aber leider sehe ich nicht. Brauchst du nur noch diese eine Energiequelle, verdammt, um das ein Hake. Kann ich den mitnehmen und irgendwie befestigen? Nicht möglich. Ist alles möglich. Nichts ist unmöglich. Mutter. Also die Schubkarre noch. Eine solide Schubkarre. Mhm. Die brauche ich im Moment nicht. Okay. Wir müssen gucken, ob wir irgendwo noch was kriegen. Also, das wird schon mal funktionieren. Den Gorgel lassen wir jetzt drin. Ich habe es nie verstanden, wie man sich so hässliche Figuren in den Garten stellen kann. Hey, geöffnetes Flaschenschiff. Kann man da was machen? Ich habe keine Lust, mit dem Schiff zu spielen. Was mit Brunnen werfen? Na, da bin ich mal gespannt, wie tief das Ding ist. Das Zerspringen der Flasche auf dem Grund sollte man auf jeden Fall hören. Eins, zwei, drei. Okay, also knappe 2 Sekunden. Also nicht tief. Irgendwie konnte man die Tiefe ausrechnen. Ich glaube, ich rufe mal Hank an. Er kann mit Zahlen besser umgehen als ich. Eigentlich will ich das gar nicht. Okay, machen wir. Geistfrei GmbH. Was kann ich für Sie tun? Hank,
Wie tief ist ein Gegenstand gefallen, wenn er nach 2 Sekunden irgendwo aufschlägt? Ist dir wieder was auf den Kopf gefallen? Nein, diesmal nicht. Ich habe eine Flasche in einen Brunnen geworfen. Schön für dich. Ist die Geisterfalle schon repariert? Ist in Arbeit, Boss. Was soll dann der Quatsch mit der Flasche und dem Brunnen? Es ist ein Brunnen mit einem blöd aussehenden Gargoyle, der Wasser spuckt. Da du anscheinend vergessen hast, der Geisterfalle eine Energiequelle beizulegen, hoffe ich, dass ich den Uranstab aus der Pumpe dafür nehmen kann. Ich verstehe. Ich dachte, ich hätte einen neuen Stab in die Karton hineingelegt. Ach, dachtest du. Egal. Warum willst du jetzt von mir wissen, wie tief die Flasche gefallen ist? Ich muss wissen, wie tief der Brunnen ist, damit ich weiß, wie lang das Seil sein muss, um unten in einem Stück anzukommen. Du magst es wohl immer auf die komplizierte Art. Bei 2 Sekunden Fallzeit würde ich sagen, er ist so ungefähr 20 Meter tief. Okay, danke. Ich mache dann mal weiter. Jetzt brauche ich nur noch ein Seil, das lang genug ist. Das hätte ich. In Ordnung. Hank schätzt die Tiefe des Brunnens auf 20 Meter und ich schätze die Länge der verknoteten Handtücher auch auf 20 Meter. Da er meistens immer zu wenig schätzt und ich meistens zu viel, sollte es genau passen. Also braucht mich jetzt nicht noch der Rechnung, weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich es ausrechnen soll, ne? Allzu tief, nicht zu tief. Quatsch. Es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Ich brauche dauerhaftes Licht, um hier etwas zu sehen. Das bringt hier nichts. Ich brauche dauerhaftes Licht, um hier etwas zu sehen. Skelett. Geh mal wieder hoch. Wir brauchen dauerhaftes Licht. Ich brauche Kerz. Wahrscheinlich finde ich das im Kapuff. Oder irgendwas, wo ich das Wachs schmelzen kann. Irgendwas, wo ich die arge Bisse Wachsbirne reinmachen kann. Ich probiere. Es muss nicht alles rot angemalt werden. Keine gute Idee. Ich habe es doch schon. Ich muss es nicht auffegen. Ich will es nicht kaputt machen. Ich bräuchte Behälter. Vielleicht die Superschüssel, aber die nehmen da ja mit. Die Superschüssel wäre eine Idee. Aber wo kriege ich einen Docht her? Würde ach wenig Sinn machen, ne? Hallo Kätzchen, bist du noch da? Wo bist du denn? Ach los, habt ihr gesehen, die Pfote versucht immer noch. Das ist die Quälerei. Aber okay, ich könnte jetzt vielleicht mal kurz im Kapuff Licht machen, um überhaupt nur was zu sehen. Ich brauche dauerhaftes Licht, um hier etwas zu sehen. Brauch die Suppe schießen. Ich versuche sie nochmal zu nehmen. Vielleicht ist auch meine Angebetete wieder da. Ich brauche irgendein Gefäß. Ich brauche keine Suppenschüssel. Aber ich. Das geht nicht. Okay. Seifenspender kann ich den nehmen. Okay, das hat ja auch irgendeinen Sinn.
Ah, jetzt ein heißes Bad. Das hätte was. Magst du? Ich bade grundsätzlich nicht ohne meine Quietscheente. Und damit ist nicht Henk gemeint. Ah, beruhigend zu wissen. Den fasse ich nicht noch einmal an. Auch irgendwas, was Licht macht. Der Schrank lässt sich nicht öffnen. Abgeschlossen. Und was man mit dem Schraubenschlüssel versuchen? Damit bekomme ich den Kleiderschrank nicht auf. Wieder Hickeschere? Damit bekomme ich den Kleiderschrank nicht auf. Mit der Hake, zur MRI-Hake und. Damit bekomme ich den Kleiderschrank nicht auf. Wahrscheinlich gehen die Türen mit dem Zahlebrot auf. Oder es versteckt sich die Pflanze, kann ich die Ich brauche nehmen? sie nicht. Doch der Topf. Ich brauche irgendwas, um den Wachs aufzulösen. Donnerwetter, ich brauche dauerhafte. Hä? Das waren die selber? Nein, noch einmal beiße ich da nicht rein. Kann man do was machen draus? Uranstab, Zündkerzkratzer, Bereitschaftslampe, neues Guckfenster. Deswegen muss ich ins Kapuff. Oh, es ist gerade echt schwer. Ich gehe jetzt nochmal zum Dr. Bachelor. Vielleicht gibt der mal noch was. Oder die Köchin ist mal irgendwo. Kann ich deren nicht irgendwas, dass die du. Dass es scheppert und die verschwindet. Vielleicht, wenn ich an das Vogelhäuschen draus hake, dass sie dann rausgeht und die Verandatür öffnet. Aber ich weiß nicht wie. Ich habe da schon alles versucht. Okay, hallo, Herr Bachelor. Dr. Bachelor? Ja? Ich störe Sie nur ungern, aber. Taschenlampe! Ich bräuchte eine Taschenlampe. Haben Sie eine? Haben Sie nicht alle notwendigen Werkzeuge mitgenommen? Mehr oder weniger. Die Lampe in Ihrem Hauswirtschaftsraum ist durchgebrannt und. Sollten Sie sich nicht um die Reparatur der Geisterfalle kümmern? Das ist eine lange Geschichte. Wollen Sie sie hören? Ich habe das Gefühl, die in meinem Buch ist anregender. Nein, ich habe keine Taschenlampe. Und nun reparieren Sie doch bitte endlich die Geisterfalle. Ich sage Ihnen dann Bescheid, wenn ich mit der Reparatur fertig bin. Ja, ich bitte darum. Dann wäre ich auch schneller fertig. Aber da gab es noch ein paar Optionen. Den nerven wir jetzt des Todes. Dr. Bachelor? Ja? Ich störe Sie nur ungern, aber. Genau, den ich auch nur interessiere. Wo ist der bitte überhaupt? Wissen Sie, wo ich Ihren Butler finden kann? Er wird gerade sicherlich einer wichtigen Arbeit Ja, nachgehen. der Geist Wo schon denn? gemacht wurde. Das weiß ich nicht. Höchstwahrscheinlich irgendwo hier im Haus. Und wo? Ich sagte bereits, ich weiß es nicht. Suchen Sie ihn doch einfach. Und wenn ich ihn nicht finde? Ist die Geisterfalle eigentlich endlich repariert? Da fällt mir ein, so wichtig ist das mit Wilbur nun auch wieder nicht. Ich sage Ihnen dann Bescheid, wenn ich mit der Reparatur fertig bin. Ja, ich bitte darum. Kann ich mal noch eine Frucht nehmen? Einfach so. Oh nein, von Wachsfrüchten habe ich für heute genug. Leute, ich weiß nicht weiter. Also mich steht nur brennend interessieren, wo der Wildboar ist. Ah, die beißt ja. Puh, fast wäre der Arm abgewesen. Die beißt. Bin jetzt echt erschrocken, ne? Ich habe jetzt nicht mit ihren fleischfressenden Pflanzen hingeringt. Aber wie wär's mit ein paar Fleischtomaten, schönen roten? Oh nein, die hätte mir fast den Arm abgeknabbert. Da halte ich ab sofort lieber Abstand. Zerkratzen und kaputt machen ist nicht immer eine Lösung. Abschneide. Oh nein, ich bin doch nicht lebensmüde. Soll ich dich ein bisschen gießen? Das muss nicht nass gemacht werden. Mit der hat es was auf sich. Bin ich jetzt erschrocken. Als wäre du das schlimmste Zahnwerk gekommen, aber ich habe damit nicht gerechnet. Dass sich das Ding bewegt. Jetzt sehe ich die Zähne.
So, mit der hat es irgendwas auf sich. Das unüberlegte Anzünden meiner mühsam ersammelten Utensilien bringt mich nicht weiter. Muss er gar nicht ersammelt. Oh nein, die hätte mir fast den Arm abgeknabbert. Da halte ich ab sofort lieber Abstand. Bisschen Zucker? Oh nein, die hätte mir fast den Arm abgeknabbert. Da halte ich ab sofort lieber Abstand. Vielleicht ein Spezialschraubenschlüssel noch. Da gibt's nichts zum Aufschrauben. Was mache ich? Mit der Küche nochmal sprechen. Hallo, Frau Blackbech. Guten Abend, Herr Stomm. Also ich vermute fast, dass dieser Hausmeister, also gibt es noch Rolloptionen, nee, dass dieser Hausmeister vorher an die Arbeit geht. Viel Erfolg. Mit dem stimmt was nicht. Mit dem hat irgendwie stimmt mit diesem Hausmeister was nicht. Aber wie kriege ich eine Energiequelle? Also Licht. Ich brauche doch irgendeinen Gegenstand. Ich dachte an die Superschüssel. Nee, geht nicht. Ich habe jetzt Wachs und ich habe Streichhölzer. Aber ich brauche dauerhaftes Licht, um im Kabuff die Waschmaschine Scheibe zu wechseln und raus die Energiequelle. Und du regst mich auf mit deiner roten Laserare. Was kann ich tun? Ich würde gern das Toto, aber ich kann noch nichts abkriegen. Das nervt mich, dass die Lampe geht. Ne? Sowas würde mich tierisch nerven zu Hause, aber ich habe so einen Strahler nicht. Ja. Wo krieg ich was her? Ich brauche dauerhaftes Licht. Vielleicht tut es auch was mit der Ritterrüstung. Kann ich die Ritterrüstung anmolen? Ein bisschen Deko könnte dem Blech aber nicht schaden. Aber wenn Wilbur das sieht, weiß er sicher sofort, dass ich es war. Der sitzt dort drin. Der beobachtet mich. Ach, man muss mit Wasser. Das muss nicht nass gemacht werden. Aber der. Ein bisschen Deko könnte dem Blech aber nicht schaden. Deko, aber wenn Wilbur das sieht, weiß er sicher sofort, dass ich es war. Wenn es Alu. Ansonsten würde das Teil doch rosten. Wäre doch mal interessant. Kann ich dich aufschrauben? Ein bisschen Deko könnte dem Blech aber nicht schaden. Aber wenn Wilbur das sieht, weiß er sicher sofort, dass ich es war. Okay. Irgendwie brauche ich dauerhaftes Licht. Das werden wir auch irgendwo, irgendwann noch finden. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Wie, weiß ich noch nicht, aber ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch was aufgefallen ist, dass ihr irgendwo gesehen habt, wie man jetzt irgendwie Kerzenlicht oder Taschenlampe oder sonst irgendwas kriechen. Dann danke ich euch bis dahin für eure Zeit, fürs Zusehen und bis bald. Ciao.